Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Rothschild, the sheep will wake. Die Schafe werden erwachen. Rothschild wird entwickelt von Loudpack Studios, einem kleinen Indie-Studio aus Arizona. Und an dieser Stelle, thank you for the key guys and giving me access to the demo. Rothschild basiert auf der Unity Engine 5 und ist ein Open-World First-Person Horrorspiel. Ich habe es eben mal kurz angezockt und es ist so ein bisschen Slender-mäßig und wir schlüpfen in die Rolle von Jordan Baker, einem Journalisten im Jahre 2025 in eine Zeitspanne oder eine Ära, in der Krebs und AIDS-Epidemien wild wüten und die Rothschild-Familie die Herrschaft der Welt an sich gerissen hat. Und an dieser Stelle sei kurz bemerkt, es hat nichts mit der Familie Rothschild zu tun, die es ja in Deutschland tatsächlich gibt. Also damit hat es wirklich gar nichts zu tun. Okay, ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Wie gesagt, ich habe es eben ganz kurz mal angespielt, um mich nur ein bisschen da reinzufinden. Es ist eine sehr, sehr frühe Demo im Alpha-Stadium, wie wir hier auch lesen können. Und die Jungs arbeiten hart daran, das Spiel auf Steam zu bekommen, wenn es euch gefällt. Und dann geht doch einfach mal auf die Webseite des Spiels. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und gebt den Jungs ein Däumchen für Steam Greenlight und helft ihnen so, das Spiel dorthin zu bringen. So, wir machen ein neues Spiel. Und hier haben wir schon so einen kleinen Bug im Menü. Wir müssen nämlich irgendwo hier links hinklicken, damit die Befehle angenommen werden. Ow. Emily? Hello? Damn, it's dark. Where are my matches? And Doug said smoking would kill me one day. Ja, der Doc hat wohl gesagt, wir werden irgendwann daran sterben. So, und da sind wir mit einem ewig brennenden Streichholz in einer äußerst düsteren Höhle und müssen hier irgendwie versuchen, uns zurechtzufinden. Emily? Where are you? Okay, wir sind also auf der Suche nach Emily. Das scheint wohl unsere Frau zu sein. Hier liegt irgendwas. Press F to interact. Hold right mouse button and move. Die Musik gefällt mir nicht. Das scheint das Logo zu sein, der Familie oder so, irgendwie ein Wappen. Irgendwie kriechen? Ah ja. Ah, mit C. Okay. Ja, ein immer brennendes Streichholz. Das hätte ich auch gerne. Okay, hier geht's nicht weiter. Die Musik ist schon ziemlich krass. Boah, dann zwischen ist es ganz still. Also auf Kopfhörer ist es der Hammer. Hold Shift to run, okay. Whoa, what was that? Is power down here? Okay, es scheint also Licht zu geben hier unten, aber das sieht natürlich aus. Da haben wir ein Zeichen für einen Generator. Hinten ist Licht und hier steht ein Laptop. Oh. Da hat jemand gerne gespielt. WASD. Leicht abgenutzt. Emily hat wohl gerne gezockt. Okay, da geht's irgendwie weiter und da rechts ging's weiter und hier war doch. Just need to find a little more fuel. Okay, more fuel.
So, was ist denn jetzt hier? Huh? What was that? Wow. What was that? Was sind das hier für Dinger? Okay, kann man nichts mitmachen, schade. Hä? Kann ich doch irgendwas greifen? Hä? Press F to interact. Ach, hier. Okay, es scheint noch nicht so ganz zu funktionieren, die Interaktion mit irgendwelchen Gegenständen, aber wie gesagt, es ist eine Alpha-Demo und okay, jetzt haben wir das Ding da aufgenommen und was können wir jetzt damit machen? Wegwerfen, okay. Okay, also hier ist der Generator. Da können wir aber nichts mit machen, scheinbar. Was haben wir hier? Da ist zu. Und hier ist auch nichts. Pilze? Auch nicht. Ja, irgendwie so Hunger und Durst und so gibt es hier nicht in dem Spiel bisher. Okay, gehen wir mal zurück. Wir brauchen also Benzin für den Generator. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange dieses Let's Play jetzt werden wird, weil ich gar nicht sagen kann, wie weit man die Demo spielen kann. Wir kamen von da. Da ging es hoch, da ging es zum Generator. Gehen wir mal hier nach rechts. Ich muss diese Lights on. Ja, das Licht würde ich auch gerne anmachen. Schauen wir mal hier. Eine Sanduhr. Die können wir dann greifen und können die irgendwo hinstellen. Oder einfach wegwerfen, wie auch immer. Aber wir können nichts wirklich damit machen. Mit den Gegenständen. Ist auch was? Okay, das bringt uns nichts. Hier. Eine Urne oder Vase oder sowas. Emily, is that you? Huh? What was that? Warum ist es still? Sagen, aber so langsam geht mir ein bisschen der Stift hier. Ey, scheiße, kein einziger Sound. Absolut still. Sieht ja sehr einladend aus. Generator. Hashtag Shit. Okay, da geht's hoch. Ey. Boah, ich wollte schon gerade sagen, hey, gibt's keinen einzigen Mucks, ne? Das gibt's gar nicht. Das ist echt heftig. Okay, hier fällt einfach nur das Licht so hin. Von da oben irgendwo. Aber hier ist nun mal leider nichts. Aber hier geht's hoch. Gehen wir mal hier hoch. Schauen mal. There must be a generator down here somewhere. Ja, an dem Generator waren wir gerade, ne?
steht irgendwie ein Schrank oder so. Den können wir auch aufmachen. Ist das schon wieder so still? Verdammte Scheiße. Boah, leck. Mir gefällt diese Musik nicht. Ja. Ich will auch die Lichter anhaben. Okay, hier liegt irgendwas. Scheiße. Oh, shit. Shit, 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 shit. Boah. Hashtag Hühnerhaut. Verdammte Scheiße. Was war das denn? Okay. Emily Clues found. Keine von drei. Rothschild Clues found. Einen von drei. Gascans found. Null von drei. Okay, wir haben sage und schreibe, naja, ohne die Ansage, vielleicht 8 Minuten überlebt. Okay. Nun gut, also was sagt uns das? Wir haben also 3 Sachen von der Emily, die wir finden müssen. 3 Sachen von der Rothschild Family, die wir finden müssen. Von wir eine gefunden haben. Das sind also diese Logos und Dinger, die da auf dem Boden liegen. Und es gibt wohl 3 Gaskannen. Also 3 Gaskanister oder was, also Benzinkanister. Und die müssen wir finden. Und ich würde jetzt mal behaupten, wir brauchen 3 Benzinkanister, um den Generator anzufeuern. Okay, wir machen Retry. Wo ist der? Ja, so. What? Ow. Emily? Hello? Damn, it's dark. Where are my matches? Ja, wo sind die Streichhölzer? Pack aus, die Dinger. Sehr schön. And Doug said smoking would kill me one day. Ich will ja nichts sagen, aber liegt da ein Arm? Ich will gar nicht wissen, was es ist. Okay. Emily? Where are you? Okay, da liegt, hier liegt das Logo. Okay. Das müssen wir also aufheben. That's strange. Since when was the Rothschild logo on gold? Okay. Gehen wir mal. Achso, Moment, nein, hier ging es ja nicht weiter. Also gehen wir jetzt mal hier links rüber. Whoa. Oh. What was that? Alter Falter, ey. Okay, hier ist wieder das Laptop. Eben sind wir da lang gegangen, da haben wir nicht lange überlebt. Aber hier war ja. Ja. Huh? What was that? Shit, shit, war da was? War da was? Hat da gerade was vor mir gestanden? Und ist wieder weg gewesen? Ich will gar nicht wissen, ey. Ey, das, da muss ich mir nachher in der Aufnahme angucken. Wo war das denn? Bei 14 Minuten ungefähr, genau. Laut meiner Zeitanzeige. Ich hätte schwören können, dieses Vieh stand gerade vor mir. Boah, ist sehr heftig. Man muss auch sagen, im Spiel, das Spiel ist extrem dunkel. Und ich habe fürs Video im Open Broadcaster ein bisschen den Gamma-Wert hochgezogen. Und nehme den Monitor einfach so auf. Das ist so düster. Aber was können wir denn jetzt hier mit dieser Karte machen? Gar nichts. Jetzt habe ich die irgendwie hochgehoben oder so. Und kann die wieder wegschmeißen. Ich kann die aber nicht irgendwie inspizieren oder so. Ja, also hier ist jetzt irgendwie nichts. Hier geht's auch nicht weiter. Huch. Es geht nicht weiter. Also gehen wir zurück.
Die waren eben nicht da. Von den Ratten sind sie nicht. Von wo kam ich denn? Von rechts. Und dann sind wir da eben lang. Also gehen wir jetzt mal hier hoch. Warum? Was sind das hier für komische Kristalle? Und ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich das jetzt im Moment so einsortieren soll. Ne? Denn auf der Website steht halt auch. God, I hope Emily's okay. Ja, ich hoffe auch, dass es Emily gut geht. Allerdings, ich glaube, das können wir abhaken. Auf der Website steht halt, wir spielen einen Journalisten im Jahre 2025. Und das hier hat gerade noch nicht viel mit Journalismus im Jahre 2025 zu tun. Nein, 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 nein. Okay, da ist ein Hinweis, da ist irgendwas da unten. Irgendwas liegt da. Ein Feuerzeug. Ist genauso duster. Okay, was haben wir hier? Ja, press F to interact. Es geht nicht, warum auch immer, es geht nicht. Was? Das ist ein Telefon? Okay, wir haben... Ah, okay, das ist das zweite Teil... das erste Teil von der Emily. Ablegen? Danke. Gut, so. Also man merkt schon, so mit der Interaktion, mit Gegenständen, so, da müssen die Jungs auch noch ein bisschen was dran arbeiten. Aber es ist ja eine Demo im Alpha-Stadium. Was ist denn das hier? Geht's hier irgendwie durch? Nö. Schade. Ich dachte, da ging's weiter. Okay, so, wo müssen wir denn jetzt lang? Hat hier irgendjemand noch einen Durchblick? Ich nicht mehr. Kam ich denn eigentlich? Ach, von da, ne? Gehen wir mal hier lang. Da hinten ist was Grünes. Da liegt was Rotes drauf. Okay. Hier auch was Grünes. Ein Schuh! F. 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 Okay, also irgendwie funktioniert das hier nicht so ganz, aber wir werden den Schuh... Hat ein Glück, dass ich die gar nicht anziehen muss. Hallo? It's covered in blood. Okay, das scheint wohl der Schuh von Emily zu sein. Also haben wir jetzt zwei Sachen von Emily, wenn ich das jetzt auf meiner Liste irgendwie im Kopf richtig behalten habe. Ist aber eine tolle Brücke. I need to get these lights on. Ja, echt? Ja, ich auch. Sehr vertrauenserweckend. Was ist das hier? Kann man nichts mitmachen mit den Dingern. Die kann man nicht aufheben, die kann man doch nicht irgendwie umstoßen. Okay, wir haben einen Benzinkanister. Ach du Scheiße. Nee, komm. Der hebt das Ding so, ich sehe ja gar nichts mehr. Ach du Scheiße. Ich sehe überhaupt nichts, geil. Wo ist denn die Brücke jetzt hier? Nix wie rüber. Ey, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Mach das Feuerzeug an. Oh. Benzinkanister Fußball.
So. Da hängt das wieder mit dran. Oh Mann. Hoffentlich geht das Ding nicht hoch. Ich sehe es schon kommen. Ich kick den jetzt hier durch die Gegend. Er fliegt uns das Benzin um die Ohren. Das wäre ja die einzig logische. Los. Okay, es scheint nichts zu passieren. Von daher, wir spielen weiter Benzinkanister Fußball. Aber dann haben wir wenigstens Licht. Und wenn es hochgeht, haben wir richtig viel Licht. Weg da. Ach Mann. Ja. Wo war der? Hier? Da, ja, genau. Okay. Also schon mal einen Kanister, den haben wir schon mal. Ich hänge manchmal irgendwie, hab ich das Gefühl, ich hänge irgendwo fest. Na los. Gott, just a little more fuel. Oh, hat sich von alleine eingefüllt. Okay, just a little more. Hier war ja nichts, ne? Hier ging es nicht weiter. Ja. Okay, also. Wir können ja laufen. Schon wieder die Fußspuren. Wieso häschelt der so? Boah, Junge, leck mich. Sieh weg hier. Ich weiß gar nicht, dieses Häscheln. Soll das jetzt irgendwie uns darauf aufmerksam machen, dass da Gefahr droht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Machen wir hier. Generator. Oh shit, ist das leise. Es ist nur Herzschlag. Boah, ey. I just need to find a little more fuel. Ja, more fuel. Gute Idee. Was haben wir denn hier? Da! Benzin! Geil! Ich gehe wieder. Okay. Scheiße, von wo kam ich denn überhaupt? Kam schon hier? Oder von hier? Auf jeden Fall liegt hier eine Armbanduhr. F to interact. She'd never leave this behind. Ich würde meine Uhr auch nicht wegschmeißen, wenn ich in so einer Höhle wäre. Weg damit. Boah, alter Falter, ey. Also, sind wir dann von da gekommen? Generator. Da. Generator. Ah. Gott sei Dank. So. Also weiter Benzinkanister Fußball spielen. Los. Ja, meine Fresse nochmal. Ist es denn wahr? Yeah.
runter? Kann das sein? Da wären wir doch einmal im Kreis gelaufen. Muss ich das jetzt verstehen? Wir sind doch eben über eine Brücke gegangen, oder? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ne? Ich habe keine Orientierung mehr hier in diesem Höhlensystem. So, mal schauen. Jetzt sind wir hier. Ach, da ist das Laptop. Okay, gut. Also, beim Laptop rechts. Ich hänge wieder irgendwo. Na komm, geh weiter. Sind die Fußabdrücke hier? Ja. Oh Mann. Los. Also, nur zur Erinnerung, ich kann das Ding auch so tragen. What's this gas for? It's almost full. Okay, gas cans gathered. 2 von 3. Feuerzeug? Danke. So. Boah, diese Fußspuren da, die machen mich ganz kirre. Jetzt will ich aber doch mal gerade. Alter Schwede, ey. Ich gehe hier weg. Boah. Mein Gott. Los, geh da hoch. Ey, 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 ey. Schon. Tisch. Ach so, hier sind wir. Hier, da habe ich eben reingeguckt. Okay, da geht's nicht weiter. Okay, also wir brauchen noch einen Benzinkanister und dann können wir den Generator auf den Tisch anschmeißen. Hier ist die Brücke. Dann gehen wir mal nochmal hier rüber. Ist eigentlich hier noch irgendwas? Nee. Und hier hatten wir geguckt. Hier haben wir den Kanister gefunden, ne? Nee, Quatsch. Hier haben wir den Kanister irgendwo gefunden. Da liegt noch was. F? 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 What? That's impossible. This thing is ancient. How? Das ist ein Sextant. Oder sowas. Kann das sein? Nee, Quatsch, das ist kein Sextant. Und laber ich denn da? Das ist einfach nur irgendwie ein Logo auch oder sowas. Aber aus einem Zirkel und einem Winkel mit Lineal. Im ersten Moment sah es aus wie ein Sextant. Ich dachte schon, wir können ja in der Höhle schlecht nach den Sternen navigieren, ne? Ja, gut. What was that? Ja, what was that? Boah, alter Falter, leck mich am Stiefel, ey. I need to get these lights on. Ja, ich weiß. Ich will die auch anmachen. Oh, hier See. Oh, das war eine Ratte. Mensch, Kinder, ich hab gedacht, da kommt irgendein Vieh aus dem See gestiefelt. Oder ist das Nebel? Nee, das Wasser, ne? Okay, wir können also hier unter Wasser irgendwie gucken. Hä? Gibt's denn hier irgendwas? Kann man hier irgendwas machen? Oh komm, verarsch mich nicht. Was soll denn die scheiß Musik jetzt? Thank you.
Das ist eine Karte, eine schöne. Oh, toll. So ein Shit. Oh, Mann, ey. Was liegt denn hier? Eine Diskette. Was ist denn das? Ist das da jetzt ein Messgerät oder ist das irgendwie sowas wie... Zünder, das sieht aus wie ein Voltmeter. Disketten. Was ist denn drauf? Kann nicht lesen. Schade. Okay, also. Das nützt ja nichts. Wir müssen irgendwie. Irgendwie weiterkommen hier. Das ist eben schon wieder. Benzin! Da ist Benzin. Naja. Ich mach gleich Licht an. Dann ist alles gut, hoffentlich. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Hier lang? I wonder where that generator is. Ja, ich auch. Da, okay. Sehr gut, cool. Benzinfußball. Los, kick das Ding da rein. Ich will hier weg. Press F to interact. Das hat man doch schon mal, oder? Also wirklich verstehe ich das Spiel noch nicht. So, wir sollen doch irgendwie im Jahre 2025 spielen. Als Journalist. Davon merke ich nicht viel. Los. Ey, mal jetzt ja, da rein jetzt mit dir. Los. Mensch, du blödes Ding. I need to get these lights on. Ja, ich weiß. Jetzt sind wir wieder bei dem Schrank. Oh Gott. Ah, okay. Also, runter da. So. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wenn wir jetzt hier, müssten wir theoretisch unten am Laptop rauskommen. Dann müssen wir rechts. Hoffe ich jedenfalls mal, dass es so ist. Oh, fuck, ey. Verdammte Scheiße. Hau ab, Mensch. Kein Laptop. Ah! Da! Mensch! Du Scheißvieh, geh weg! Lass mir mein Benzin! Boah, das kann ja jetzt nicht sein. Wie komme ich denn jetzt hier? Oh, Mann! So ein Shit! Ist weg? Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Ne, da geht's nicht weiter. Wir müssen denn dann da lang. Oh Mann. It smells horrible down here. Like rotting meat. Ach, echt? Na toll. Verdammte Scheiße. War ja klar. Zum Generator geht's am Monster vorbei. Hinter Monster rechts abbiegen, bitte.
Oh Mann, ey, scheiße, wo ist dieses Vieh denn jetzt hingerannt? Ich kann nur hoffen, es ist komplett weg. Es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, hoffentlich ist es durch die Map gefallen. Steht's da? Oh Mann. Komm, Jones, geh einfach weiter. Denk irgendwie an Alice im Wunderland oder so. Geh weiter. What was that? Ja, egal was das war, Mensch, geh! Blöd Mann. Los! Emily? Is that you? Nein, das ist nicht Emily. Emily ist schon lange nicht mehr da. Die ist schon weg. Mensch, jetzt geht eine verdammte Hacke, ey. Oh Mann. Ah, das Laptop. Hier geradeaus. Da geht's zum Generator. Ich hoffe, die Scheiße funktioniert dann. Hier sind wieder die tollen Fußabdrücke. Los. Da hoch. Ich weiß, Leute, das sieht vielleicht ein bisschen doof aus und kommt vielleicht ein bisschen scheiße, dass ich hier den Benzinkanister vor mir her schieße. It's full. Now we just need to find the power switch. Nein! Oh Mann! Oh, der Power Switch. Ja, na toll. Verdammte Scheiße. Oh Mann, ey, wir sind schon bei irgendwie was über 35 Minuten oder so. Jungs, wisst ihr was? Ich mache jetzt an der Stelle einen kleinen Break und teile das Let's Play an der Stelle auf. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr mich beim Rest des Let's Plays, was noch keine Ahnung, wie lange dauern wird, weil ich nicht weiß, wie weit die Demo überhaupt spielbar ist. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen oder noch viel besser ein Abo und geht auf die Website von Loudpack Studios, wenn euch das Spiel gefällt, und klickt den Steam Greenlight Button, damit die Jungs da hinkommen. In diesem Sinne, macht's gut, bis demnächst und tschüss. Hallo Freunde und willkommen zurück zu Rothschild. The sheep will wake. Die Schafe werden erwachen und wir stecken in der Haut von Jordan Baker, einem Journalisten im Jahre 2025. Ja, der hier in der Höhle feststeckt, drei Benzinkanister gefunden hat und den Generator nicht ankriegt. Und ich weiß nicht so genau, wie es jetzt weitergehen soll. Also wir müssen irgendwie den Schalter finden für diesen Generator. Und wieder ist es still. Ja, und vielleicht für diejenigen, die direkt in das zweite Let's Play reingeklickt haben und noch nicht so wirklich wissen, worum es hier geht, vielleicht schaut ihr euch noch das erste Let's Play an. Wir stecken halt hier in dieser Höhle fest. Haben drei Benzinkanister gefunden und so ein paar Hinweise auf unsere verschwundene Frau, Freundin Emily. Und wir haben ein paar Hinweise gefunden bezüglich der Rothschild-Familie, die ja im Jahre 2025 die Weltherrschaft an sich gerissen hat. Und ich frage mich jetzt, wo wir lang sollen. Also Moment mal, wir kamen von da gerade. Kann irgendwie mir dieses unterirdische... Boah, leck mich am Arsch. Was war das denn jetzt? Bin ich jetzt hier durch die Wand gebackt? Oder was ist jetzt gerade passiert? Oder stand ein Vieh vor mir? Boah, shit. Hier ist irgendwie ein... Hier ist so ein Texturglitch. Ey, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Verdammte Scheiße, ey. Ja, an dieser Stelle nochmal angemerkt, wir spielen eine Alpha-Demo. Ich will hier weg. Und die Sounds sind der pure Horror. Ich weiß nicht, wo wir lang sollen. Lang müssen, lang können. Ich weiß nur, die Soundkulisse hat es echt in sich. Vor allen Dingen, wenn ihr das auf einem vernünftigen Kopfhörer hört, so wie ich gerade, und nichts anderes hört. Hier geht's nirgends weiter. Da vorne ging's auch nicht weiter. Hier geht's hoch. Und hinten links
um die Ecke, da ging es ja auch hoch. Komme ich eigentlich schneller hoch, wenn ich mich ducke? Nein. Laufen? Ein bisschen. Ey, Wahnsinn, wie still das ist. Da ist kein Mucks, gar nichts. Da fällt noch nicht mal ein Wassertropfen irgendwo von der Decke, ey. Das ist der Hammer, wenn das so still wird. Okay, hier ist wieder der Schrank. Da war aber nichts drin. Ist immer noch nichts drin. Runter geht's zum Generator. Hier hatten wir einen Hinweis gefunden. Ja, und wie bereits schon mal angemerkt, ich weiß nicht, wie lange wir diese Demo spielen können. Ich weiß gar nicht, wie die begrenzt ist. Ob die zeitlich begrenzt ist oder ob es irgendwo ein Schild gibt, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Okay, hier geht's. Hier sieht's interessant aus, aber wir gehen mal kurz hier rüber. Schon wieder so still. Oh Mann, leck mich doch am Arsch. Ah, hier ist die große Karte. Hier waren wir schon mal. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ja. Da geht's runter zum Generator. Hier ist der Wassertümpel. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier an der Stelle da vorne geradeaus. Oh Mann, muss der jetzt anfangen zu häscheln? Nix wie weg hier. Shit. Schon wieder so still. Ich will nicht, dass es still ist. Okay, hier fällt das Licht schon da oben rein. Also es scheint irgendwie noch da hoch zu gehen oder so. Haben wir ein Glück, dass wir nicht auch noch Benzin für das Feuerzeug brauchen. Okay. Können wir hier mit den Säulen irgendwo was machen? Wir müssen ja diesen Schalter finden, um den Generator anzumachen. Aber normalerweise ist der Schalter doch am Generator dran. Das ist das, was mich irgendwie ein bisschen stutzig macht gerade. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir hier eigentlich überhaupt sein sollten. Wo kam denn jetzt der Felsen her? Der war doch eben nicht da. Huch. Okay. Das wird irgendwie, also hier. So, Leute, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn ich da runtergehe. Hab ich jetzt Schaden bekommen? Tatsache. Okay, hier kommen wir irgendwie wieder raus. Da unten, da waren wir schon. Hier ist nichts. Oder übersehe ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwie was? Hier ist nichts. Ich kann hier nichts machen. Geht's denn jetzt hier weiter? Es tut mir leid für euch. Aber ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Moment. Hängt hier der Kasten? Nein. Kam.
das auch nix. Ich suche mir hier echt einen Wolf gerade. Da geht's dahin. Hier liegt eine Karte, mit der wir blöderweise nichts machen können. Da steht noch ein Tisch. Okay, das ist das Ding, was aussieht wie ein Zünder. Hier geht's zum Generator runter. Oh, 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 ich hasse diese Musik. Ah, okay, hier ist die Brücke. Geht's runter? Was ist hier? War ich ja auch schon. Ich mich so recht entsinne. Generator, sind wir von hier gekommen? Ja, das ist doch neu jetzt hier, oder? Meine Fresse, ey. Da. Da geht irgendwie was weiter. Aber bevor wir da reingehen, schauen wir mal uns noch kurz hier um. Dass wir hier irgendwie ein... Ja, irgendein Gegenstand, ein Artefakt, was weiß ich, keine Ahnung. Benzinkanister. Den Schalter. Ich weiß es nicht, ich will ja nichts übersehen, ne? Aber um ehrlich zu sein, wer stellt denn da unten einen Generator hin und macht hier irgendwo in die Ecke einen Lichtschalter? Der Typ gehört erschossen. Wo ging's denn jetzt weiter? Wo war denn das? Hier. Press F to interact. Was ist das? Lebensgefahr, look, Hochspannung. Ich glaube, das heißt Lebensgefahr, Hochspannung. Gehen wir besser mal nicht dran. Die Frage ist jetzt, was hat es hier mit dem Kasten auf sich? Ja, drücken wir mal, ne? F. 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 Boah, Alter! Verdammte Scheiße! Damn, there has to be another way out of here. Boah, leck mich doch am Arsch, ey. Ich mein, es hackt. Boah, heilige Scheiße nochmal, ey. Brüll mich einfach an. Haben wir, dass der Cut. Geht's hier rein? Hier geht's rein. Whoa. Where does this lead? Ja, ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Hoffentlich zum Lichtschalter. Ich würde gerne mal was sehen. Boah, Leute, ey. Scheiße. Sorry für meine Ausdrucksweise, ey, aber. Mir geht so dermaßen der Kackstift, ey. Nächstes Mal ziehe ich mir Windeln an, wenn ich sowas spiele. Oh
Mann, ey, geiler Sound. Ja, ich freue mich. Tja, rechts oder geradeaus? Gehen wir mal hier hoch. Okay, ein Benzinkanister. Okay, also hier beim Generatorschild. Hier geht's rüber. Okay, das müssen wir uns merken. Sozusagen am Benzinkanister rechts. What is this place? Das frage ich mich auch, was das hier für ein Platz ist. Ort, besser gesagt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ich denke, wir sind Journalist im Jahre 2025. Das ist ein komischer Journalist. Ich verstehe auch gar nicht, wie wir ihn überhaupt in die Höhe. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich verstehe auch gar nicht, wie wir überhaupt in diese Höhle gekommen sind. Das ist halt alles irgendwie so ein Rätsel. So, man weiß eigentlich gar nicht, wo man dran ist, um ehrlich zu sein. Sein. Oh, fuck, ey! Leck mich doch am Arsch, du blödes Scheißdrecksvieh! Na toll. Habt ihr noch Schaden bekommen? Hä? Nein! Boah, alter Falter, am Benzinkanister rechts. Gott sei Dank habe ich mir das gemerkt. Nix wie weg hier. Komm, Junge, hops, hops, hops. Ja, ich bin ja schon weg. Mensch, rutsch mal den Puckel runter, du blöde Sau. Ja. Boah. Verdammte Hacke, ey. Shit. Leck mich doch am Arsch. Ne, da rein, da durch, da durch. Mensch, lass mich da raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, Alter, ey, ich hab einen Schweißausbruch und Hühnerhaut. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Boah. Fuck! Boah, Scheiße, ey. Boah. Hauptsache, der Schalter blinkt. Bei mir blinkt's auch, ey. Ich habe einen Herzschlag von 290 oder so. Verdammte Axt, ey. Meine Fresse nochmal. So. Die ganze Sache hat allerdings einen Haken, so wie ich das sehe. Will ja nichts sagen. Aber da, auf der Seite, wo wir jetzt sind, da geht es nicht weiter. Oh, leck mich am Arsch. Boah, geht mir der Stift, ey. Das Vieh noch da? Scheinbar nicht. Es nützt ja nichts, Leute. Ich muss hier rein. Ihr dürft lachen und ich mich erschrecken. Aber manchmal denkt man echt, diese Flammen
Ich habe gerade gedacht, da wäre so ein Arm, der gerade hier so hinter der Ecke verschwindet. Das war aber scheinbar dann doch so eine Flamme gewesen. Oder das Vieh steht jetzt hier und zwirbelt mir gleich einen rein. Also eins ist klar. In Anbetracht der Tatsache, dass das hier eine Alpha-Demo ist, ich will gar nicht wissen, wie das Spiel weitergeht später. Wenn die da noch verschiedene Sachen integrieren und das alles noch richtig überarbeiten, dann wird das... Boah, keine Ahnung, das wird richtig heftig, ey. Das muss ja ab 18 freigeben. So, da waren wir jetzt eben. Ist mir jetzt scheißegal. Jetzt gehen wir mal hier lang. Oh, nee. Schon wieder die Scheißmusik. Was ist das hier? Eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Bringt uns nichts. Also ich weiß nicht, aber wir müssen da durch. Leider. Ich wüsste auch jetzt, also meine erste Idee war, ich nehme den Benzinkanister, schieb den vor die Tür und zünd den an. Ich wüsste aber nicht, wie ich das machen soll. Kann nicht mal die scheiß Musik weggehen. Ey, leck mich doch am Arsch, ey. Oh, Gott sei Dank. Dafür ist es jetzt schön still. Wo ist denn das Vieh? Ich nenne das Vieh jetzt Paulchen. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ist mir egal. Ich brauche irgendein user-friendly Name für das Monster. Und deswegen heißt das Monster jetzt Paulchen. Da. Da. Nee. Wieder ein Laptop. Überall hängen hier Laptops rum. Darunter geht's zum Orthopäden. Okay, also. Nein, 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 oh. Beinahe darunter gefallen. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich mit dieser Umgebung hier in dieser Höhle. Ich bin mir, um ehrlich zu sein. Doch, nee, muss ja. Da steht ja ein Generator, aber. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, wir sind gar nicht irgendwie in der Höhle, sondern irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in einem Raumschiff oder so, aber das macht, würde ja gar keinen Sinn machen, warum sollen die da einen Generator hinstellen? Die können den Strom ja irgendwo anders herzapfen, wenn sie mit dem Raumschiff durch die Gegend fliegen. Also von daher war ein Scheißgedanke. Ja. Okay. Hier? Hier geht's irgendwie. Okay, was ist das? Also wir müssen da hoch. Da geht's nicht hoch. Probieren wir das mal anders. Hier ging's doch noch irgendwo rechts, ne? Ja. Hier ist so ein Tisch. Diese Kristalle hier. Was ist das hier? Es macht so keinen Sinn. Wer stellt denn hier so einen Tisch hin? Mitten in der Höhle.
was ist das? Da oben fällt Licht rein. I never did find Emily. To be completely honest. Whoa. I'm not even sure I've woken up from this nightmare yet. Wow. Der Abspann ging aber ganz schön schnell vorbei. Boah, alter Schwede, ich glaube, wir sind durch die Demo. 23 Minuten. Ich habe das Let's Play ja geteilt, eigentlich. Zwischendrin einen kleinen Break gemacht. Aber ich werde die zusammenschneiden und werde da ein Zusammenhängendes draus machen. Wow. Alter Schwede, ey. Also, ich gehe mir jetzt erstmal einen Tee kochen. Und dann eine neue Unterhose suchen. Ganz schön heftig, mein lieber Scholli. Ja, wenn es euch gefällt, ich weiß gerade nicht, wo irgendwie fehlen mir gerade die Worte. Ja, wenn es euch gefällt, geht auf die Website von Rothschild bzw. Loudpack Studios und gebt den Jungs ein Däumchen für Steam Greenlight. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen hoch oder noch viel besser, ihr abonniert meinen Channel. Und ja, ich freue mich dann, euch in einem anderen Let's Play wiederzusehen. Haut was in die Kommentare, wenn euch das Let's Play gefallen hat. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut, bis demnächst und tschüss.